Diese Geschichte ist über 75 Jahre alt. Und wir nennen das mal einfach Manfred Bochmann. Im August des Jahres 1954 habe ich im Alter von 20 Jahren und 6 Monaten als junger Ingenieur im volkseigenen Betrieb VEB Horschwerke Zwickau meinen Berufsweg als Ingenieur begonnen. Der damalige Haupttechnologe Walter Müller nannte die Neuanfänger alle Nachwuchstechnologen und er begrenzte den Zeitraum für die Nachwuchsetappe auf 10 Jahre. Die technologische Abteilung hatte die Aufgabe, den gesamten Produktions- und Transportprozess zu planen, und dabei spielt der wirtschaftliche Einsatz von Technik die größte Rolle. Die Abteilung war also mit alten, erfahrenen Werkstatttechnikern und Ingenieuren besetzt. Im August 1954 aber waren dort schon eine Anzahl jüngerer Kriegsheimkehrer eingesetzt. Sie hatten nach dem Krieg ihre Lehre beendet und dann meist ein Abendstudium an der Ingenieurschule aufgenommen. In der Hauptabteilung Technologie, da waren so 7 bis 8 junge Männer, von denen ganz bestimmt 3 bis 4 natürlich dauerhafte Kriegsbeschädigung, dauerhafte Kriegsverletzungen hatten. Mein unmittelbarer Kollege, das war der Manfred Bochmann. Er war damals 27 oder 28 Jahre alt. Und in der Hitlerbarbarei war er Heckschütze bei der Luftwaffe. Er wurde 2-mal abgeschossen. Die Maschinen konnten aber in jedem Falle notlanden. Nach dem letzten Abschuss kam er in französische Gefangenschaft. Und er hat auf einem Bauernhof mit Familienanschluss gearbeitet. Insgesamt gesehen war das eigentlich ein recht humanes Kriegsschicksal. Als dann der Krieg zu Ende war, hat er sich von seinem Bauer verabschiedet und den Weg nach Hause angetreten. Nach Hause, nach Wilkau-Haslau bei Zwickau zu seiner Mama. Nun, der Weg von der Normandie bis nach Wilkau in der damaligen Zeit, das ist natürlich eine ganz besondere Odyssee. Mein Kollege Bochmann kam an in Wilkau-Haslau im Ortsteil Wilkau noch vor dem 1. Juli 1945. Und damals, so war das umgangssprachlich, lag der Russe in Haslau und der Ami in Wilkau, getrennt durch die Mulde und streng bewacht von beiden Siegermächten. Jedwede Grenzverletzung hätte zu einer erneuten Kriegsgefangenschaft geführt. Erst nach dem 1.7.45 wurde alles zur sowjetischen Besatzungszone. Seine Eltern aber wohnten im Stadtteil Haslau, zwar in der gleichen Stadt, aber eben beim Russe. Im Gewirr der Ereignisse wurde er natürlich geschnappt, und zwar von einem deutschen Ordnungshüter, einem deutschen Antifaschisten mit roter Armbinde. Das war das Zeichen für die Ordnungshüter der damaligen Zeit, die ihrerseits aber Zutritt zu beiden Zonen hatten. Nach wenigen Worten schon sagte der professorische oder Amateur-Ordnungshüter: Sag mal, bist du nicht der Kleine, der meiner Mutter immer die Einkaufstasche getragen hat? Ja, der bin ich. Ich bin der Manfred. Na toll, dir helfe ich.
Er brachte den jungen Bochmann bei einem Bekannten unter und hat ihm verboten, auf die Straße oder in jedwede andere Öffentlichkeit zu gehen und dort zu erscheinen. Und tatsächlich, nach einigen Tagen kam er wieder mit einem handgeschriebenen, ausgestellten Aufenthaltsschein und einen Passierschein für die Brücke von Wilkau nach Haslau. Und so kam mein Kollege Manfred Bochmann zurück in seine Heimat, zu seiner Mama. Und ich habe später viel von ihm gelernt.